Hallo und herzlich willkommen zurück zu Martha is Dead. Ja, in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass unsere Schaukel hier irgendwie sich so komisch bewegt. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nur vom Wind kommt. Ah, mir fällt aber gerade was anderes ein. Wir könnten theoretisch mal versuchen, wenn die Schaukel sich schon so seltsam bewegt, ob wir da nicht eventuell mit Infrarot was machen können. So, einmal Auslöser. Weil, wenn das jetzt nicht vom Wind kommt, könnte es ja rein theoretisch sein, dass da gerade ein Geist drauf sitzt und am Schaukeln ist. Man weiß es ja nicht. Wäre aber ganz cool. Wäre auf jeden Fall ein cooler Effekt. Ich hatte zwar gesagt beim letzten Mal, dass wir direkt zum Friedhof gehen, aber ich würde sagen, dass wir mal eben kurz die zwei Sachen hier noch machen. Was waren das jetzt nochmal? Wir müssen anrufen und wir müssen, genau, wir müssen das fotografieren. Und wir haben ja auch immer noch nicht den Schlüssel gefunden. Ich weiß nicht, wo wir den finden sollen. Also irgendwas hier müssen wir fotografieren. Ich denke, oh ja, wird schon angezeigt. Okay, perfekt. Dann wissen wir auch, dass es die Karte ist. Hallo? Ich dachte, wenn ich jetzt das Handsymbol mache, dann fotografiert er automatisch. Dann halt eben nicht. So. Kann ich da jetzt noch näher ran? Ja. Ist natürlich mit der Lampe ein bisschen blöd. Die Belichtungs... Ja. Ah, man kann es korrekt belichtet. Ja, ich glaube, so kann man es aber sehen. So, jetzt ist die Frage. Jetzt ist es scharf. Und es dauert 3 Stunden. Das war's. Hoffentlich wird das Bild deutlich. Ja, das will ich doch hoffen. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Geht zum Friedhof? Ja, das machen wir gleich. Mache einen Abzug von einem Foto. Achso, das müssen wir auch machen. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir haben ja jetzt genügend Fotos, die wir machen können. Nein, Spaß beiseite. Ich will natürlich nicht alle machen, aber ich will zumindest mal gucken, ob wir da nicht vielleicht das ein oder andere, was rauskriegen könnten. Zum Beispiel die Sache hier mit der Schaukel, die würde mich jetzt auch mal interessieren. Jetzt in die Dunkelkammer? Nicht, wenn sie in der Nähe ist. Ich muss mich so weit wie möglich von ihr fernhalten. Ich Na könnte stattdessen auf toll. den Friedhof gehen, um herauszufinden, ob Martha tatsächlich schwanger war. Ja, natürlich, natürlich. Immer werden hier meine Pläne durchkreuzt, indem ich, Ah, das ist jetzt offen. Sehr schön. Indem ich... Ach, wir laufen sogar, sehe ich jetzt hier unten rechts im Schatten. Das sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Also so figurmäßig, weil der Schatten so lang gezogen ist. Wir können jetzt hier endlich durch. Ja, das ist doch super. Was ist denn da hinten? Da war doch eigentlich die Sache mit dem Militär. Ist das jetzt gut, wenn wir uns... Da fernhalten, da kann man gar nicht hin, ne? So wie das aussieht. Ich würde aber gerne mal wissen, was da ist. Wahrscheinlich sagt er mir gleich, ich kann hier nicht weiterlaufen. Ich weiß, wir müssen zum Friedhof. Jetzt in die Stadt? Oh, ich mich Was jetzt sind das für erschrocken. Ideen, die mir plötzlich durch den Kopf schießen? Das weiß ich nicht. Aber ich hatte eine sehr gute Idee. Ich wollte nämlich wissen, was da um die Ecke ist. Aber gut, sowas Ähnliches habe ich mir schon gedacht, dass wir da dann nicht weitergehen können. Und ich dachte jetzt nur... Martha ist in der Familiengruft. Dort ist es so unheimlich. Ich erinnere mich nicht daran, aber Nanny erzählte mir, dass wir als Kinder immer dorthin gingen, um zu sehen, wer mutig genug war, die Treppe hinunterzugehen. Niemand kam weiter als die ersten beiden Stufen. Jetzt ist Martha da unten, allein, im Dunkeln. Sie muss schreckliche Angst haben. Nö, weil sie lebt nicht mehr. Und das Haken hört immer noch nicht auf. Also das Update hat wirklich so viel kaputt gemacht beim letzten Mal.
Also heute. Okay, ich höre Stimmen. Höre ich jetzt die Toten? Die Gruft ist hier. Also, zum einen, hier liegt was. Ich denke mal, das brauchen wir. Das brauchen wir später. zum anderen, lustigerweise, würde ich sagen, machen wir hier auch mal ein Infrarotfoto. Es tut mir leid, auch wenn ich euch damit auf die Nerven gehe. Ich weiß, ich habe da so ein Händchen für. Aber mich interessiert das wirklich. Brennweite mal 2. Nee, das war genau die entgegengesetzte Richtung. 0,5, genau. Da können wir nicht mehr sehen. Ich darf mich aber nicht mehr nach rechts drehen. Na gut, dann machen wir es einfach so. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen unscharf. Ich weiß es nicht. Aber es kann ja sein, dass hier vielleicht der ein oder andere Geist ist. Walter nicht in der Nähe ist. Der Mann macht mir eine Gänsehaut. Ja. Du willst ja nicht, dass ich hier irgendwas mitnehme, also können wir auch nirgendwo einbrechen. Ich befürchte allerdings, dass wir mal einbrechen müssen, weil sonst würde das dann natürlich nicht so offen rumliegen, sodass man das mitnehmen kann. Also hier der Seitenschneider oder was wir da jetzt eben gesehen haben. Hier können wir nichts machen. Sie hat aber gesagt, in der Gruft dort unten. Ah, hier ist was. Die Tür ist verschlossen. Aber ich muss da rein. Vielleicht kann ich hier etwas finden, um das Schloss zu knacken. Ja. Hättest du einfach auf mich gehört und hättest das Ding mitgenommen, weil ich habe schon viele Spiele solcher Art gespielt. Dann nimmt man die Sachen mit, damit man sich den Weg sparen kann, nochmal dreimal zu laufen. Aber nein. Ja. Nehmen wir es jetzt mit. Dankeschön. Die ist perfekt. Ich sollte mich beeilen, bevor der Hauswart zurückkommt. Würde ich ja gerne, aber wir müssen die Zeit verplempern, indem wir dreimal hin und her laufen. Okay, das war jetzt vielleicht etwas übertrieben ausgedrückt, aber ihr versteht schon, was ich meine. So, dann knacken wir mal die Tür. Ist hier noch irgendwas drin? Sieht hier so... Oh, halt. Unter all diesen Schlüsseln muss einer für die Familiengruft sein. Das mag sein. Können wir ja gleich mal gucken. Genau, schmeiß es einfach auf den Boden. Vandalismus, kann dir keiner was nachweisen, wenn du es da liegen lässt. Kein Thema. So, was haben wir denn hier? Jeder ergreift eine Seite. Ich ertappe mich dabei, dass ich mich auf die Seite meiner Familie stelle. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Seit wann stellen wir uns auf die Seite der Familie? Wir agieren doch gerade gegen sie. Das reicht. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich kann nicht mehr so tun, als wäre nichts passiert. Meine Familie wurde von diesen dreckigen Nazis umgebracht. Meine Tochter wurde nicht einmal beerdigt und ich musste stattdessen dieses Halbblut beerdigen. Eine italienische Familie, die es sich mit den dreckigen Deutschen bequem gemacht hat. Mistkerle, genau das sind sie. Was soll ich jetzt mit meinem Leben anfangen? Ich will es beenden, aber nicht ohne ein paar Deutsche mit in den Abgrund zu reißen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet von mir hören. Es lebe der Widerstand. Viva Italia. Italien, okay. Telefonieren können wir nicht. Anleitung für den Telefonautomaten. Wenn Sie beispielsweise die Nummer 0573 anrufen möchten, nehmen Sie den Hörer vom Telefon und halten Sie ihn ans Ohr. Sie hören einen Dauerton. Legen Sie zunächst den Zeigefinger in das Loch mit der Zahl 0. Drehen Sie die Wählscheibe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Lassen Sie die Wählscheibe von selbst in Ihre Ruheposition zurückkehren. Wiederholen Sie die gleichen Schritte für die Zahlen 5, 7, 3. Ist das euer Ernst? Ich meine, alte Telefone zu erklären, okay, aber
Das weiß man doch. Neuen Skin freigeschaltet. Moment, da müssen wir mal kurz was gucken. Was haben wir denn hier freigeschaltet? Da. Sonnig, das wird doch nicht angezeigt, ne? Schattige Innenräume. Bewölkte Außenbereiche, ist das das gewesen? Es müsste das gewesen sein, ne? Ups. Eigentlich wollte ich rausgehen. Aber so geht's auch. So, dann müssen wir hier erstmal... Einer dieser vielen Schlüssel müsste zur Familiengruft führen. Sie greift rein und nimmt sich einen Schlüssel mit. Ja, kein Thema. Die Frage ist jetzt nur, wo ist jetzt die Familiengruft? Hallo, Familiengruft. Hauptgebäude? Nein. Moment. Doch, da stand was. Habe ich doch richtig gesehen. So. Oben ist... Oh, der Eremit habe ich gerade freigeschaltet. Okay. Ich bin ein Eremit. Ich kann verstehen, warum wir als Kinder Angst hatten. Es ist ein ziemlich düsterer Ort. Da haben wir nix. Ja, die Kirche generell wirkte sehr düster. So grundsätzlich kirchliche Elemente. Ach so, da kam noch ein. Aha. Oh, ja, jetzt wirkt es noch... Jetzt wirkt es noch düsterer. Das geht beides zum Gleichen. Und vor diesem Ganzen, beziehungsweise Mitte dieses ganzen Mistes hier, ist unsere Schwester. Super. Perfekt, kein Thema. Möge Gott mir vergeben für das, was ich jetzt tun werde. Ich bete auch, dass du, Martha, mir verzeihen wirst. Hallo? Man sieht doch schon den dicken Bauch. Warum zieht die jetzt noch aus? Abgesehen davon würde es auch reichen, wenn sie sie nicht komplett ausziehen würde, sondern nur am Bauch herum freimachen würde. Dein Ernst jetzt? Sex sells, oder wie war das? Sogar morbide Sachen mit Toten, oder? Ja, nee, ist klar. Oh. Dein Ernst? Das will ich nicht. Du siehst doch schon von... Die hat doch nicht zugenommen, Mädel. Du siehst doch von außen, dass die schwanger ist. Oh mein Gott. Oh, dieses Geräusch, ne? Was? So. Ja, du hast es schon gefunden, glaube ich. Die Tochter, das Haus, die Mutter.
Es war die Wahrheit. Martha war schwanger. Schwanger mit einem deformierten Fötus mit zwei Köpfen. Schon wieder Zwillinge. Es hieß immer, dass es in der Familie liegt. Ein Schock folgte dem nächsten. Ich tat Dinge, die ich noch nie zuvor getan hatte. Ich weiß nicht, welche Kraft mich antrieb. Ich wurde unaufhaltsam. Ich beschloss, den Horror als Beweis zu fotografieren, um ihn meiner Mutter und allen anderen zu zeigen. Wer weiß warum. Ja, warum auch nicht? Wir fotografieren ja gerne morbide Sachen. Vielleicht können wir die ja noch schick in Pose stellen oder so. Ja, es ist schon, naja. Es ist schon alles sehr makaber. Können wir Infrarot vielleicht benutzen? Das ist übrigens unscharf. Ich mache mal eins in Infrarot. Und, Moment, hier komme ich wieder raus. Hallo? Dich habe ich gar nicht bewegt. Ich habe das nach rechts gedreht gerade. Ah, müssen wir weiter... Da, so. Wer weiß, vielleicht können wir die Seele irgendwie einfangen damit. Es reicht jetzt. Ich werde dich nicht länger quälen. Nein! Ich werde zurückkommen, um dir zu helfen. Und ich werde bleiben und mich um dich kümmern. Wir werden viel Zeit miteinander verbringen. Ich liebe dich, Martha. Ich wollte doch noch ein schönes Bild von ihr machen. Ich meine, sie ist jetzt gerade so schön aufgeschnitten. Das muss man noch in Farbe festhalten. Film ISO. Ja, das ist doch eine schönere Beleuchtung. Ist auch relativ scharf, finde ich. So, das können wir doch der Mutter zeigen. Das andere, das war ja nur, um zu gucken, ob hier vielleicht irgendwelche Geister oder sowas rumfliegen, ne? So, das war doch jetzt schön. So mehr oder weniger, bis auf das Blut und das Aufgeschnittene und so. Aber die Farbeinstellung, die war auf jeden Fall schön. Doktor, ich muss Ihnen für Ihre Hilfe danken. Ich wüsste nicht, was ich ohne Sie tun würde. Selbst unser lieber Don Attilio scheint die Situation nicht zu verstehen. Irene, bitte ziehen Sie den Gedanken in Betracht, Italien zu verlassen, wie Ihr Mann vorgeschlagen hat. Es wäre für alle das Beste, ganz besonders für das Mädchen. Ich fürchte, dass sie nichts gesund machen wird. Ihr Vater will es nicht wahrhaben. Ich glaube, die Hoffnung ist längst verloren. Ich stimme zu, aber in Deutschland gibt es bessere Behandlungen, in spezialisierten Kliniken. Die Anstalt ist eine vorübergehende Lösung, nur um sicherzustellen, dass sie nichts Dummes anstellt. Aber sie ist ein furchtbarer Ort. Das wissen Sie nur zu gut. Das können Sie unmöglich für Ihre Tochter wollen. Natürlich nicht. Aber was kann ich tun? Sie ist eine Bedrohung für sich selbst, für uns, für alle. Eine von Erichs Pistolen ist ebenfalls verschwunden. Sie muss sie genommen haben. Wer hätte es sonst sein können? Ich habe solche Angst, Doktor. Ich kann nicht länger warten. Außerdem wissen Sie, was man in Deutschland über Italiener denkt, oder? Aber Sie werden mit Erich zusammen sein, einem geschätzten General. Jeder wird Sie respektieren. Dieses verfluchte Mädchen. Wo könnte sie stecken? Hoffen wir mal, dass sie keine weiteren Dummheiten anstellt. Ich werde hier im Keller auf sie warten. Früher oder später wird sie in die Dunkelkammer gehen, das ist sicher. Ich würde gerne bleiben und ein Auge auf sie werfen, aber ich muss in die Stadt, um die letzten Dinge für ihren Krankenhausaufenthalt zu organisieren. Danke, Doktor. Und keine Sorge, wir werden uns später sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, wenn ich da reingehe, mit meinen total blutigen Händen. Sie schläft. Das muss ich ausnutzen. Okay, nutz das schnell aus. Sie zum Reden bringen. Ja, aber erstmal machen. Sie wird die Wahrheit offenbaren. Aus Angst. Und sie denkt, dass ich zum Schweigen gebracht werden kann, indem sie mich für verrückt erklärt. Aber ohne ihr Wissen werde ich alles aufnehmen. Jeder wird wissen, was du mit deiner eigenen Tochter gemacht hast. Ist keine schlechte Idee. Ich muss aber dazu sagen, es hat schon so oft funktioniert, dass man... Ich werde zu viel Lärm machen und sie aufwecken. Ja, und wie willst du dann den Film entwickeln?
Kann ich die Tür nicht zumachen? Ich will aber meine Filme vorher entwickeln. Ach so, damit will die aufnehmen. Verstehe. Okay. Ich würde zu viel Lärm machen und sie aufwecken. Ja, dann gehen wir halt jetzt mit den blutigen Händen da rein und wecken sie so auf. Was soll schon passieren? Die Schere ist weg. Töten kann sie uns nicht mehr. Umgekehrt jetzt allerdings schon. Jetzt werde ich sie aufwecken und sie wird gestehen. Gar keine Frage. Was tust du, meine Tochter? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid. Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Ich war es nicht. Oh Gott. Was habe ich getan? Sie hat mich gezwungen. Sie hat Martha getötet. Aber wer auf dieser Welt wird mir das jetzt glauben? Sie werden mich in die Irrenanstalt bringen. Diese Filmrollen sind meine einzige Hoffnung. Sie hatte also den Schlüssel zu meinem Kinderzimmer. Das hätte ich mir denken können. Ja, das hätte ich mir ehrlich gesagt auch denken können, aber... Au. Mein Gott. Früher oder später werden hier weitere Bomben einschlagen. Dann wird alles zu Ende sein. Dann müssen wir schnell die Fotos entwickeln. Könnt ihr das Piepen aus meinen Ohren rausnehmen? Der Strom ist ausgefallen. Och nein. Jetzt kann ich die Filmrolle nicht mehr entwickeln. Oh, ihr seid solche. Ah. Okay. Der Film im Kleid. Das muss ich auch noch holen. Also den Film. Eine seltsame Notiz. Was ist eine seltsame Notiz? Entwickle das Foto vom Fötus. Ja, und wo steht jetzt, wie ich den Strom wiederherstellen kann? Hallo? Steht jetzt natürlich nirgendwo. War ja klar. Jetzt kann ich das... Warum kann ich das hier nie nehmen? Wo ist die Tür? Ich sehe nichts. Ja, eigentlich müsste ich hier genau geradeaus, oder? Ich sehe hier wirklich null. Ich hasse sowas. So. Sollen wir mal gemein sein? Es tut mir leid, aber ich fotografiere so gerne Leichen in diesen Spielen. Es ist natürlich kein Beweis oder so, aber zumindest haben wir dann auch unsere Mutter noch mal in nicht so guter Erinnerung vielleicht, aber für bewölkte Außenbereiche. Nee, das ist ein bisschen... Ach nee, den Blitz kann ich... Genau, den Blitz kann ich nehmen. So, den Blitz. Und mit einer normalen. So, die Frage ist jetzt nur... Da müssen wir das wahrscheinlich ein bisschen schärfer stellen hier, ne? So. Ach so, ich hätte Infrarot nehmen sollen. Mist. Vielleicht ist ihre Seele ja noch da. Boah, warum ist das so weiß? Hallo? Falls sie eine Seele hat... Möchte ich diese gerne fotografieren? So. Dann einmal das Feuerzeug jetzt bitte wieder. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Strom anschalten kann, aber ich muss ja auch noch das Kleid holen. So. Hier sind die Wenigstens Lampen alle aus. Habe ich jetzt endlich die Schlüssel zu meinem alten Zimmer. Aber warum war es überhaupt abgeschlossen? Ja, keine Ahnung. Können wir uns aber auch direkt drum kümmern. Ich muss nur mal kurz gucken, ob ich jetzt da diese... geh doch mal da durch. Ob ich jetzt da diese Filmrolle finde. Das war das Arbeitszimmer. Ach so, wenn wir keinen Strom haben, kann ich auch nicht telefonieren, ne? Obwohl theoretisch. Rein theoretisch.
Es ist eine andere Leitung, ne? Es ist ein altes Telefon. Ich kann die Nummer gar nicht sehen. 6938, glaube ich, soll das sein. Funktioniert das? Ich meine, es ist wirklich so ein altes Gerät. 6938. Hallo, hier ist Don Attilio. Mit wem spreche ich? Hier ist Julia, Vater. Sie haben Mutter umgebracht. Niemand ist mehr hier. Was soll ich tun? Wo ist dein Vater, Julia? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich weiß, dass er mir helfen könnte, aber er ist nie hier. Du musst verstehen. Dein Vater ist ein General und mit diesem Krieg hat er eine so große Verantwortung, dass... Komm her zu mir, Julia, so schnell wie möglich. Ich werde auf dich warten. Wir können reden und herausfinden, was du tun kannst. Nö, machen wir nicht. So, dann mach einen Abzug. Können wir noch nicht machen, weil wir müssen ja erstmal wieder die Dings herstellen hier. Entwickle das Foto, das ist alles klar. 6934. Achso, nee, das hat nur damit zu tun, genau. Dann... Schauen wir mal eben. Wo sind wir denn jetzt hier? Ist das unser Zimmer? Ja. Da muss ich mal eben schauen, ob ich jetzt hier... Das ist abgeschlossen. Hier kann ich auch nicht. Oder muss ich den jetzt gar nicht aus... Ach so, nee, das war doch das Kleid, was wir gefunden hatten. Ach ja. Ja. Das Kleid, was wir gefunden hatten. Die Frage ist jetzt, ich weiß nicht genau, wie wir den Strom jetzt hier machen. Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal das Zimmer. Gehen wir da erstmal rein. Endlich kann ich mein Zimmer betreten. Und dann gucken wir danach wegen dem Strom. Ach, das sind Kerzen. Ich wollte gerade sagen, hier ist Strom. Okay. Was ist das? Ich fühle mich wieder wie ein Kind. Ich habe mit den Puppen das nachgespielt, was in meinem Leben passiert ist. Um den Kopf frei zu bekommen, will ich das noch einmal tun. Nach so vielen schrecklichen Ereignissen habe ich es endlich geschafft, die weiße Frau zu treffen. Zumindest glaube ich das. Einer alten Legende zufolge werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann, den sie liebte, getötet wurde. Ein nächtliches Rendezvous am See. So viel Hoffnung und Sehnsucht. Aber der Tod erwartete sie, nicht die Liebe. Jupp, falsche Taste. Mein Liebster ist noch nicht da. Ich werde warten. Okay. Ah, was für ein wunderschöner Mond heute Nacht. Innerhalb des Theaters? Endlich bist du da. Was ist los? Warum verhältst du dich so seltsam? Achso, Moment, Liebhaber? Ach so, halt. Nein, geh hoch. Du hast mich betrogen. Ich weiß, dass ihr einander geküsst habt. Boah, ist das kompliziert hier. Das würde ich nie tun. Das würde ich nie tun. Ich liebe dich. Ich liebe dich zu sehr. Und der Gedanke an dich mit einem anderen macht mich wahnsinnig. Deshalb musst du sterben.
Was habe ich dir angetan? Verzweifelt gestand der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Okay, Priester. Ja. Sie suchten überall, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Seitdem ist ihr Geist bekannt als die Weiße Frau. Nun kann ich beginnen. Zunächst einmal sollten wir klären, was in der Nacht vor dem verfluchten 16. Juli passiert ist. Sie sagen, der Krieg ist bald vorbei. Papa sagt, dass wir verlieren. Was wird dann passieren? Sie werden uns alles nehmen. Achso, Werden wir nach Deutschland gehen? Ich befürchte, das werden wir. Möchtest du morgen früh mit mir zum See gehen? Ich möchte ein paar Fotos machen. Was, wenn Mama es herausfindet? Lass uns im Morgengrauen aufbrechen. Mama hat sowieso einen tiefen Schlaf. Du weißt, dass sie dieses Medikament genommen hat? Boah. Wirst du tatsächlich im Morgengrauen aufwachen? Weck mich auf. Hast du Lapo gestern gesehen? Warum fragst du? Ich habe gesehen, wie er die Scheune verlassen hat. Warst du nicht dabei? Nein. Sollen wir die Betten tauschen, wie früher, als wir noch Kinder waren?
klar. Tolle Idee. Ja, es geschah folgendermaßen. Am Morgen ging Martha zum See und gab vor, ich zu sein, um ihre Schwangerschaft zu offenbaren. Sie wusste, dass Mama ihr dorthin folgen würde. Ich kann jetzt nur raten, was passierte, als sie sich am See trafen. Hallo, Mama. Sieh dich aus! Ich will deine Schande sehen! Was willst du von mir? Ja, sie wird sie ja nicht versucht haben umzubringen. Also schwanger. Deine Schwester hatte recht. Keine Ahnung. Naja, wenigstens hatte ich Spaß. Dafür werde ich dich bestrafen, du Hure. Komm aus dem Wasser. Dumm. 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 Es hätte mehr oder weniger so ablaufen können. Ich werde nie genau wissen, was passiert ist. Aber ich glaube, ich habe eine Vorstellung. Seitdem ist ihr Geist bekannt als die Weiße Frau. Ein kleiner Arm? Ein kleines Bein? Und noch ein kleiner Arm? Noch ein kleines Bein? Oh, nur noch der Kopf ist übrig.
Die weiß aber schon, dass die nicht, nicht zerstückelt worden ist. Oder soll das jetzt die Mutter sein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwie glaube ich, das ist die Mutter, die da zerstückelt worden ist. Ja, Mutters Kopf. Ich war unter der Brücke, aber... Die Mäßigkeit. Aber es war nur ein Spiel. Das hier ist jedoch kein Spiel. Ich habe nur gespielt. Es ist nur ein schlechter Scherz. Unter der Brücke. Die Kirche. Die Stadt. Sprich, die weiße Frau. Mhm. Okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt ein neues Problem und ich würde sagen, dass wir hiermit dann erstmal einen kleinen Cut machen, damit wir dann in der nächsten Folge schauen, was wir mit dem Kopf machen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.